Lage ist ernst. Sie wird immer ernster in unserer Gesellschaft, dass man sich schon fast die Frage stellen muss, nein, nicht fast, sind wir jetzt im Krieg, in einem Gesellschaftskrieg oder in einem Gesundheitskrieg, in einem viralen Krieg oder was auch immer. Lasst uns heute mal mit dieser Frage der Kriegsrhetorik, der Sprache auseinandersetzen. Ein kleiner Rückblick. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute Abend hat die NATO mit Luftschlägen gegen militärische Ziele in Jugoslawien begonnen. Damit will das Bündnis weitere schwere und systematische Verletzungen der Menschenrechte unterbinden und eine humanitäre Katastrophe im Kosovo verhindern. Das war vor 22 Jahren, etwas mehr, und die absolute Pointe, die kommt jetzt. Der jugoslawische Präsident Milosevic führt dort einen erbarmungslosen Krieg. Wir führen keinen Krieg, aber wir sind aufgerufen, eine friedliche Lösung im Kosovo auch mit militärischen Mitteln durchzusetzen. Interessant, wir führen keinen Krieg, aber wir sollten eine friedliche Lösung mit militärischen Mitteln anstreben. Gerhard Schröder hat sich später entschuldigt dafür, dass er gegen jegliches Völkerrecht verstoßen hat. Nun, die bombardierte Bevölkerung von Belgrad und Ex-Jugoslawien, für die kam diese Entschuldigung wahrlich zu spät. Damit Namaste, Namaste, herzlich willkommen beim Kaimi-Report der Geschichte hinter der Geschichte. Wenn wir schon über Kriegsrhetorik reden, und das Wort kam dort auch vor in dieser Sendung, schauen wir in aller Ruhe, es ist jetzt eine Woche vorbei, in diese Clubsendung nochmals, analysieren wir nochmals kurz. Es gab dort, also schon, das ist für mich eben irgendwo auch Kriegsrhetorik, lieber Blick, tappte SRF in Corona-Schwurbler-Falle. Das ist einfach respektlos, das ist genau das, was ihr uns vorwerft oder dass wir spalten würden. Das ist einfach, es geht meiner Meinung nach nicht, aber ganz ehrlich gesagt, liebe Blickfreunde, euch als Journalisten zu bezeichnen, das ist eben auch eine Anmaßung, und es soll euch einfach ja nie in den Sinn kommen, mit mir in Kontakt zu treten und bei mir anzurufen für irgendetwas. Meine Frau hat da ganz klare Filtermaßnahmen, das geht überhaupt nicht mehr. Aber gehen wir zurück. Da gab es so eine Situation in diesem Club, als Priska Würger, die sich übrigens hervorragend geschlagen hat, mutig, tapfer. Man muss sich vorstellen, vis-à-vis von ihr sitzt da ein Ex-Mitglied der Taskforce, Batke, Infektiologe, was weiß ich alles, und er redet da von Impfungen. Er musste da ja diese Statements machen, oder? Man hatte fast das Gefühl, er hat einen Knopf im Ohr, und dann kamen jetzt Impfungen, nicht aus der Uniklinik irgendwo, nein, war natürlich nicht Knopf im Ohr, aber, und sie sagt dann, ja, das ist wieder typisch, für sie gibt es nur einen Weg, das ist die Impfung. Und der Blick macht daraus richtig, dass die Impfung nicht der einzige Ausweg aus der Pandemie sei, schreibt der Blick richtig. Das hat sie tatsächlich so gesagt. Und dann kam irgendwann die Frage von der Lütti, ja, also für sie ist das Virus kein Feind. Und dann sagt sie, nein, für mich ist das Virus kein Feind. Und dann ist ihr Michi Bubendorf zu Hilfe gesprungen und gesagt, ja, ich möchte da der Frau Würgler helfen, weil Feind, das hat eben zu tun mit Kriegsrhetorik, und das passt jetzt überhaupt nicht in unsere Gesellschaft ein, und das ist auch der Grund, warum wir diese Sendung Kriegsrhetorik genannt haben. Und Kriegsrhetorik hat ja manchmal auch mit Fehlinformationen zu tun, und jemand hat mal gesagt, das erste Opfer eines Krieges ist die Wahrheit. Und wenn wir jetzt da genau hinschauen, hat die Virginie Massere hat vor nicht langer Zeit gesagt, dass der Impfschutz 12 Monate dauern würde. Das hat die Frau Massere gesagt. Ich war ganz erstaunt, weil sie sagt, okay, jetzt, man sprach von 6 bis 9 Monaten. Jetzt sagt die offizielle Dame vom BAG, dauert 12 Monate. Jetzt, wann haben wir angefangen zu impfen in der Schweiz? Am 29. Dezember.
Die größere Impfbewegung ging dann so Mitte Januar nach den Festtagen los, Februar, also das wäre dann im Herbst, wären das 9 bis 10 Monate. Und jetzt kommt BAG, also Arbeitgeber von Virginie Massere, BAG prüft dritte Impfung nun doch schon im Herbst. Und das meine ich, so geht das jetzt seit 18 Monaten, hü und hot, vorwärts und rückwärts. Und das ist natürlich eben auch Kriegsrhetorik, indem man permanent Verwirrung stiftet. Oder? Dann auch zur Kasse kam er, Michael Bubendorf trägt keine Masken. Da hat natürlich der Brotz nochmals nachgehackt bei dieser Frage, weil sie ein Symbol für die angeblich menschenverachtende Politik sei. Ich habe das im Club im September anders formuliert. Ich habe klar gesagt, die Maske ist ein Symbol, dass das Virus nicht vergessen geht. Es ist auch ein Herrschaftsinstrument. Erst der Knecht macht den Meister und vor allem eben die Maske schützt ja einem nicht selbst, sondern schützt ein das Vis-à-vis, also ist man eben infektiös. Und das, so wird das dann im Blick dargestellt, oder? Es wird dann auch ein Tweet von einem Rapper namens Kackböll, was weiß ich, noch nie gehört, wie der heißt, und sagt, ja, eine Plattform für diesen ignorant, gemeingefährlichen Michael Bubendorf, das, und das auf Kosten von seinen Seraphe-Gebühren, oder? Und das ist eben Blick, und das, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist nichts anderes als ganz billige Kriegspropaganda, aus der Ringier-Küche heraus. Dann Gesundheitsdirektor Pierre-Alain Schneck stellt sich hinter das Personal der Spitäler. Ich weiß nicht, wie er euch rübergekommen ist. Ich weiß, jetzt schreiben ganz viele. Ich schaue sowieso kein Fernsehen mehr, oder? Und ich muss ehrlich sagen, meine Frau und ich wären nach 5 Minuten ins Bett gegangen, wenn nicht dort unsere Freunde Priska und Michi gesessen wären. Das ist einfach so. Aber hat ja auch ein bisschen mit Solidarität zu tun, dass man, wenn die schon in die Hölle des Löwen gehen, den Gang nach Canossa machen, dass man da mal sich überwindet. Dani Stricker hat das auch sehr schön gesagt. Ich kann das nicht mehr schauen. Ich habe Angst vor einem Magengeschwür, wenn ich da in diese Sendungen reinschaue. Ja, wir auch. Also wir haben kein Pantozol genommen nachher, aber ich hatte eine unruhige Nacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Stellt sich hinter das Personal der Spitäler, schon wie die Leute das wieder anmoderiert hat. Also, ja, wir haben Politiker, wir haben Ärzte, wir haben Wissenschaftler, das waren dann die beiden da. Nicht? Und wir haben Maßnahmenkritiker. Nicht? Also die da oben, die da unten, das war wie als ich dort war. Der Nikolaus Müller, das war der Infektiologe, der Professor am Unispital Zürich, der am Bett um das Leben der Patienten kämpft, so hat sie ihn eingeführt. Und hier sitzt noch der Mann, der Doktor aus Basel. Und dann ging die Sendung weiter. Und dann kam dieser Manuel Babke, Infektiologe, gemäß Blick, er gab sein Bestes, die Aussagen der Corona-Skeptiker mit wissenschaftlichen Fakten zu widerlegen. Ich äußere mich nicht zu dem, weil wiederum, was ich jetzt sage, wird mir sofort im Mund umgedreht und als Medical False Information hingelegt. Ich sage nichts. Schaut euch die Sendung an, schaut, was er gesagt hat, wie Michi Bubendorf gekontert hat, wer welche Quellen gebracht hat und die Quellen auch genannt hat und wer nicht. Ich sage nichts, es könnte unbedingt sofort gegen meinen Kanal verwendet werden. Und es geht noch weiter in dieser Kriegsrhetorik vom Blick. Sie haben jetzt einen Luzerner Juristen entdeckt. Der zeigt reihenweise Corona-Skeptiker an, weil ihm die Behörden zu nett sind. Also ich glaube, der wird den Friedensnobelpreis bekommen, oder? Aus der Sicht des Luzerner Juristen Loris Meinardi gehen die Behörden zu zimperlich mit den Organisatoren von Corona-Demos um. Meinardi nimmt das Ganze nun selbst in die Hand und lässt Anzeige um Anzeige raus. Also er wird wahrscheinlich bald noch ein Pferd haben und wie Michael Kohlhaas einst von einem Gericht zum anderen wandern und diese Corona-Skeptiker anzeigen. Da ist dieser junge Mann da. Ich weiß nicht, ob er gelangweilt, schlecht verheiratet, hobbylos oder was weiß ich ist.
Einer, der sich dagegen wehrt, ist der Luzerner Jurist Loris Fabrizio Mainardi. Und einen hat er besonders auf dem Kicker. Das ist Nicolas Rimoldi, Co-Präsident von Maaswall, dieser violetten, doch jugendlich geprägten Bewegung. Ich finde ihn einen guten Rhetoriker, einen intelligenten jungen Mann. Also er hat allen Respekt vor mir, nicht der Jurist, sondern Nicolas Rimoldi. Er hat ihn bereits, der Loris, was weiß ich, Mainardi, Fabrizio, hat Nicolas Rimoldi bereits 6-mal angezeigt. Also ich meine, das hat ja schon irgendwie phobisch, ich weiß nicht, haben sich die mal um eine Frau gestritten? Keine Ahnung. Oder um einen Mann? Oder wir lassen es jetzt bei diesen beiden Geschlechtern, oder? Und naja, also auf jeden Fall, wir sind da mitten in der Kriegsrhetorik und möchte da gerne auch einen kleinen historischen Ausflug machen. Und durch was ist eigentlich der Krieg eigentlich bedingt? Einerseits durch die Propaganda. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, die Kriegspropaganda, die moralgebende, die Psyche verändernde, extrinsische Motivation, überhaupt ein Volk für einen Krieg zu begeistern. Oder? Der zweite Teil ist die Zerstörung, systematische Zerstörung der Wirtschaft, dass die Schere immer größer wird, die Reichen werden immer reicher, der Mittelstand bringt die größten Opfer, die Armen werden immer ärmer. Und wenn man da schaut, wer wirklich die großen, ich sage es jetzt mal auch so, Kriegsgewinner sind in den letzten, sagen wir, 12 bis 18 Monaten, das ist sicher nicht die kleine Bude, außer sie haben jetzt etwas ganz, ganz Systemrelevantes gehabt. Das sind die ganz großen Konzerne. Wir nähern uns immer mehr, wenn wir nicht schon darin sind, in eine Konzernokratie, zusammen mit irgendein paar reichen Oligarchen da, die da immer mehr bestimmen. Und für das brauchen sie natürlich vor allem auch Kontrolle. Und der dritte Faktor des Krieges, erst dann, nach Clausewitz, ist die Schlacht, also der physische Kampf, früher von Menschen ausgefochten. Jetzt sind die Menschen bald nur noch die Opfer, weil es sind Drohnen im Spiel, es sind, das weiß man, es sind Roboter geplant, Kampfroboter da. Und wahrscheinlich wird immer mehr die Zivilbevölkerung dann das Opfer werden. Propaganda und Storytelling, das ist immer der Anfang und die Propaganda stimmt nie. Darum, das erste Opfer des Krieges ist immer die Wahrheit. Und die Propaganda geht natürlich gegen alle von euch, gegen jeden von euch, dass er eben auf die Seite gezogen wird, die diesen Krieg eben erst gerechtfertigen erscheinen lässt. Und jetzt gehen wir dann ein bisschen mehr noch in diese Geschichte rein. Ihr erinnert euch, Frühjahr 2020, Déclaration du Président de la République. Nous sommes en guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Ja, die Kriegsrhetorik hat der Michi schon recht gehabt in der Sendung, oder? Und es geht wirklich um jeden von uns und durch Sieg zum Frieden, also das ist eine alte Geschichte da aus dem Ersten Weltkrieg, aber wir haben es gehört vom Schröder, das war dann auch noch 70 Jahre später aktuell, wir machen keinen Krieg, wir müssen mit militärischen Mitteln den Frieden erreichen. Nicht immer wieder das gleiche, Propaganda und Storytelling. Und die interessante Geschichte, wir haben ja 3 Videos gemacht über den Ersten Weltkrieg, die meisten haben uns noch gar nicht gekannt, wir hatten dort, was weiß ich, 200 Abos und waren froh, wenn mal irgendeiner einen Kommentar geschrieben hat. Ich kann es jetzt im Moment, wo ich da schwatze, nicht versprechen, aber guckt mal, es kann sein, dass ich die 3 Videos verlinke, ist noch spannend, finde ich, oder wir haben die geschrieben haben oder gemeldet haben, haben das sehr spannend gefunden. Es gab diesen amerikanischen Präsidenten, der ja Wahlkampf führte, mitten im Ersten Weltkrieg, wo die Amerikaner gar nicht dabei waren, Woodrow Wilson, und er gewann
die Präsidentschaftswahlen vor allem mit einem Konzept, das heißt, Amerika tritt nicht in den Krieg ein. Und das war auch die Begeisterung, he has kept us out of war. Er hat uns bis jetzt 2 Jahre oder noch länger aus dem Ersten Weltkrieg rausgehalten. Aber es ist eben nicht immer die Politik, die das Sagen hat, sondern es gab sehr viele Kredite nach Deutschland, nach Frankreich, von amerikanischen Banken, JP Morgan zum Beispiel. Und es sah dann 1916 sehr schlecht aus. Die Deutschen waren da wirklich überlegen, kurz vor dem Sieg. Und die amerikanischen Banken wussten natürlich, wenn Deutschland das für sich entscheidet, dann können wir die Kredite da, die für damals horrenden Millionen, heute werden mit Millionen kommt man ja nirgends mehr hin, aber im Verhältnis horrenden Kredite hätte sie können ins Chemie schreiben, also abschreiben. Und da wechselte dann die Tonalität, kaum hat er die Wahlen gewonnen, gab es dann dieses CPI, Committee for Public Information, andere haben das als George Creel, das ist George Creel Commission, ein Publizist, ein Spezialist für Kommunikation, der war noch vor Walter Lippmann und Edward Bernays. Und diese Creel Commission hat dann angefangen, wirklich die Amerikaner, die natürlich total froh waren, dass sie nicht im Ersten Weltkrieg engagiert waren, darum wurde Woodrow Wilson auch wieder gewählt, Langsam, so lange hatten sie nicht mehr Zeit und Deutschland hätte sich definitiv durchgesetzt, die Leute propagandistisch, kommunikativ würde man sagen, einzuseifen, dass sie eben eine Begeisterung entwickeln, doch in den Ersten Weltkrieg einzutreten. Es gab dann offizielle Bulletins, War Information, haben wir erlebt, wir im März, April hingen wir an den Lippen der Bundesräte, von diesem Daniel Koch damals, die Point de Presse, die Pressekonferenzen, was wird jetzt wieder entschieden, oder? Also wir haben ich bin dort noch an den Kiosk gegangen, habe noch Zeitungen gekauft, oder? Was gibt es jetzt Neues und in welche Richtung geht es? Und man hat dann relativ schnell gemerkt, dass irgendetwas faul im Staate Dänemark ist, aber das gab es dann auch. Official Bulletin, War Information. Und man muss sich natürlich vergewissern, 1916 gab es noch keine Social Media, es gab auch kein YouTube, es gab kein Internet, weder ein Internet noch ein Internet der Dinge. Und trotzdem musste das natürlich nicht nur über Extrablätter, sondern noch viel schneller musste das propagiert werden. Und dieser George Creel von der Creel Commission hat dann eine geniale Erfindung gehabt, diese Four-Minute-Man. Und Das war dann, da konnten sich Freiwillige, die drei gerade Sätze reden konnten, melden. Und die zum Beispiel vor einer Kinoaufführung ist einer, die bekamen spezielle Plätze und noch irgendeine Stimmverstärkung, ist einer aufgestanden und hat 4 Minuten geredet, warum Amerika in den Krieg eintreten sollen. Und da gehen die Zahlen ein bisschen auseinander, und zwar ein bisschen viel. Man liest von 11 bis 15 Millionen bis zu über 100 Millionen Menschen, die diese Four-Minute-Man mit ihren Botschaften erreicht haben. Also das muss man sich mal vorstellen. Ohne Facebook, ohne Twitter, ohne Instagram, ohne LinkedIn, ohne YouTubes, Rumble, Odyssey, Telegram und so weiter. Und so wurde in kürzester Zeit wurde das amerikanische Volk sensibilisiert, in diesen Krieg einzutreten. Und natürlich hat man ein Feindbild kreiert, das waren die Deutschen, da komme ich darauf zurück. Help Uncle Sam, also die amerikanische Armee, stamp out the Kaiser, Kaiser Wilhelm II., oder? Und das war nicht nur physisch gemeint, sondern zeichnet auch Kriegsanleihen. Und dann kam das Storytelling, nicht nur Propaganda, von Henry Morgenthau, dem Älteren, der sehr viel Geld verdient hatte mit Immobilien. Er wurde dann Botschafter der Vereinigten Staaten in der Türkei. Und da saßen die Botschafter schön in der Sonne von Konstantinopel herum, oder? Und da gab es den deutschen Botschafter Hans von Wagenheim.
Und er lief herum wie ein stolzer Truthahn. 1914, 1915, oder, waren die Deutschen massiv überlegen. Und das hat natürlich dem Morgenthau aus Amerika nicht so wahnsinnig gefallen. Oder? Und er hat dann wirklich eine Geschichte von Wagenheim, der besoffen ihm irgendetwas konfabuliert hat, dass die Deutschen total auf Eroberungszug war. Wenn man die Geschichte ein bisschen anschaut, dann ist die Alleinschuld, weiß Gott, da könnt ihr mich jetzt zerreißen, aber die Alleinschuld des Ersten Weltkrieges einfach den Deutschen zu geben, das ist wirklich auch Geschichtsklitterung. Und hat dann aber dem von Wagenheim, hat dann dem Morgenthau erzählt, dass die Deutschen neuen Raum brauchten, also was ja erst im Zweiten Weltkrieg dann eine Theorie war, die Osteroberung, oder? Und so entstand dann dieses Narrativ, dass Kaiser Wilhelm am 5. Juli 1914, also schon nach dem Attentat von Sarajevo, alle Botschafter und alle hohen Militärs in Potsdam versammelt hat, um wirklich in diesen Krieg reinzugehen. Irgendwie war das aber nicht ganz so, weil es war kaum ein Botschafter dort, es war kaum ein Militär dort. Und am 5. Juni, muss man sich das vorstellen, hat er da quasi diese Kriegsvorbereitung gemacht. Und am 6. Juli ist er dann mit seinem großen Schiff in Urlaub gefahren, wie jedes Jahr. Nach Norwegen, was weiß ich, zum Lachsfischen und so weiter und so weiter. Es ist ein bisschen komisch, wenn man am 5. Juli die ganze Botschafter und Militärs und toute la boutique versammelt, um in einen Weltkrieg einzutreten. Und am 6. Juli fährt man dann in Urlaub zum Fischen als Kaiser. Naja, und was dann aber die Amerikaner, die waren jetzt natürlich schon, jetzt machen wir einen Zeitsprung, wieder zwei Jahre später, da kam dann diese Price Commission oder das Price Committee, und die haben dann noch eine Stufe zugelegt. Und die haben jetzt wirklich angefangen, die haben irgendwie die Art Kriegsanleihen fließen nicht so richtig, die Begeisterung hält sich in Grenzen, weil es ist ja auf der anderen Seite des großen Teichs, da gab es noch keine Concorde, keine Airbus und nichts, so dauerte dann noch 3-4 Wochen, um darüber zu tucken, was interessiert uns das dort drüben. Gut, wir haben unsere Banken, aber ganz viele Menschen in Amerika, das war denen eigentlich egal, was jetzt mit JP Morgan passiert. Oder? Also man musste da mindestens eine Schippe drauf tun. Und was macht man dann? Man stilisiert den Feind massiv ins Böse rein. Oder? Und das war dann wirklich, das war die Kriegswerbung in Amerika. Tötet die Hunnen, kill the Huns, oder? Destroy this mad brute. Und da wurden die Deutschen als irgendwie als King Kongs Affenmenschen mit Keule stilisiert, die junge Frauen schamlos vergewaltigen, Kinder auf Bajonetten aufspießen, vor allem in Belgien. Haben wir auch alles gehabt, 1991. Da, ihr kennt die Brustkastenlüge, als die irakischen Soldaten angeblich in Kuwait Frischgeborene aus den Inkubatoren gerissen haben. Wie gesagt, die Geschichte wiederholt sich durchaus, sie reimt sich nicht nur, sie wiederholt sich auch. Oder? Soldiers eat babies, nicht? Also das war, muss ich das mal vorstellen, da, oder? Das wurde dann gemacht. Das sind ganz, ganz schlimme Menschen dort, das sind wirklich Hunnen, das sind Barbaren, wir müssen in den Krieg. Beat back the Hun with Liberty Bonds, da ging es dann wieder darum, ja, wir müssen ja die Kriegskasse füllen, oder? Die Banken haben schon alles ausgeliehen und so weiter und so fort, oder? Und der Rest ist Geschichte. Amerika ist dann Ende 16, Anfang 17 in diesen Weltkrieg eingetreten und hat natürlich dann für den Turnaround gesorgt, dass die Deutschen hatten dann, als die Amerikaner eingetreten sind, dann wirklich das Nachsehen, oder? Und das war dann gleich anschließend an die Rede von Schröder. Da wurden Bilder gezeigt, dass angeblich die Serben da, diese riesen Gemetzel, Scharping hat dann auch gesagt, ja, wir haben KZs entdeckt. Wir haben KZs entdeckt in Ex-Jugoslawien. Hat sich nicht wirklich so wahnsinnig bewahrheitet. Übrigens ein Krieg, der auch nicht legitimiert war. Und diese Bilder, oder, es ist immer wieder das Gleiche, diese Macht der Bilder, diese Propaganda, die dann Narrative entstehen lassen, auch bei der Flüchtlingskrise, das sind alle Dämme gebrochen, als man das eine Kind an den türkischen Gestaden gefunden hat, und dann sind alle Dämme gebrochen, dann kamen die Teddybären am Bahnhof und so weiter, und auch
jetzt letzten Frühjahr, es waren auch die, ich glaube, es war wirklich ein Bild, ein einziges Bild, das waren diese Militärlastwagen in Bergamo. Die haben gesagt, ja, jetzt stirbt die Menschheit nächstens aus, wenn wir nicht alle zu Hause einsperren und isolieren, dann die Särge. Michi Bubendorf hat das sehr gut erklärt, dieser gefährlich ignorante Schwobler da von den Freunden der Verfassung, hat das sehr gut erklärt, dass halt einfach die Erdbestattungen waren nicht mehr möglich, die Krematorien waren nicht nur überfordert, sondern viele Menschen, die in den Krematorien gearbeitet haben, waren zur Quarantäne gezwungen, also es war auch ein Problem von Human Power da, aber das interessiert in diesem Moment dann nicht. Wir haben auch ein ganzes Video gemacht, warum kam es zu dieser Situation in Bergamo. Es waren nicht nur die Erdbestattungen und die quarantänisierten Mitarbeiter der Krematorien. Es ist eine multifaktorielle Geschichte. Weniger wirksam das Bild von Hart Island in New York, also diese Insel da vorgelagert, vor New York da, wo ja die Massengräber entstehen. Leider Geschichte ist so, dass seit vielen, vielen Jahrzehnten die Ärmsten der Armen zuletzt die ersten HIV-positiven Opfer, die Nutten, die Obdachlosen, die wurden da alle, also die mittellosen Nutten natürlich, die wurden da alle schon seit vielen, vielen Jahren verschachert. Aber die Macht der Bilder da, dann natürlich, man hat nicht aufgehört, Intensivstationen zu zeigen. Und ich meine, wenn ein Mensch noch nie auf einer Intensivstation gearbeitet hat, geschweige denn längere Zeit dort lag oder auf Besuch gewesen, eine Intensivstation ist im friedlichsten Moment, ohne jede Epi oder Pandemie, ist immer beängstigend, weil es hat Schläuche, die Menschen, die dort liegen, die sehen jetzt nicht aus wie das blühende Leben. Oder? Es piepst, es macht und es wurden dauernd, wie bei den Türmen 9-11, dauernd kamen diese Loops von diesen Bildern und da kommt man natürlich in einen hypnotischen Zustand. Es gibt Veränderungen der Gehirnwellen, man kommt in einen sogenannten Alpha-Zustand, das ist keine neue Mutation, das ist die alte, aber das hat nichts damit zu tun. Und dort ist das Unterbewusstsein eben sperrangelweit offen. Dort kann man dann diese Botschaften, diese Angstbotschaften, die viele Leute jetzt noch begleiten, die haben immer noch Angst, wir sehen immer noch Leute auf der Straße. Ich war gestern, bin ich über die Basler Passerelle gelaufen. Es waren nicht wahnsinnig viele Leute dort, es war etwa 14 Uhr, 13.45 Uhr, also nicht Rush Hour. Ja, ich habe es mit meiner Frau angeschaut, also ich würde jetzt mal sagen, 98% tragen dort immer noch eine Maske, obwohl das gar nicht obligatorisch ist auf der Passerelle. Es ist Angst und da kommt natürlich die Angst her, und wenn man jemanden in eine Angst bringt, dann kann man ihnen erzählen, mehr oder weniger, was man will. Harold Lasswell, der hat dann da sich auch noch spezialisiert, oder, über Propagandatechniken in den Weltkriegen. Also das war dann wirklich eine Nische, das war ein großes Bedürfnis. Er hat auch diese Kaskade oder diese Formel der Massenkommunikation, hat er dann nach den beiden Weltkriegen mit allen Erfahrungen, das wurde dann natürlich sofort wieder angewandt auf Korea, auf Vietnam und so weiter, bis we have to smoke them out, bis Afghanistan, bis Irak, bis Libyen, bis Syrien, Ukraine und so weiter. Die Formel ist, wer sagt was, auf welchem Kanal, zu wem und was hat das für einen Effekt. Und das ist jetzt wirklich auch spannend, oder? Eben ein Krieg, das ist Lasswell, Entschuldigung, Gewaltausübung, wirtschaftliche Hauptarterien, abklemmend Propaganda, oder? Vereinfachung, keine Differenzierung, unser Feind ist hundertprozentig böse. Es gab die Besorgten, die am Bett gekämpft haben, die Bundesräte und so, und es gab die Schwurbler, damals noch Covidioten, Verschwörungstheoretiker, Antisemiten, Aluhutträger. Das hat sich ein bisschen verändert, jetzt sind wir Skeptiker, Impfmuffel und so weiter. Oder? Drittens, Personifizierung, böse Charaktere zeigen statt Argumente ausdiskutieren. Man hat sie gebracht, man hat Wolfgang Wodak, Sucharit Bhakti und so weiter, man hat die gebracht, Bodo Schiffmann und so weiter. Oder?
das Spiel mit den Emotionen ausreizen, Argumente vermeiden. Also lieber x-mal diese Intensivstationen, diese Bilder, als zu sagen, hey, Moment, wir haben jetzt aber auch Daten von dieser Diamond Princess. 3000 Leute, man muss aufpassen, man muss das ernst nehmen. Aber es war kein Pestschiff, die da 3 Wochen zusammen waren. Nein, nur Emotionen der üblen Art. Dann nur der Gegner vollbringt schaurige Perversion. Also wir machen alles richtig, nur die Schwurbler, die sind gefährlich, die wollen einen Umsturz haben, die sind rechtsradikal, das sind Wutbürger alle, das sind Neonazis, Antisemiten, keine Argumente, nur Priming. Der Feind wühlt mitten unter uns, nous sommes en guerre sanitaire, hat er gesagt, oder? Das können Agenten einer feindlichen Macht sein, das ist noch schwierig bei einem Virus, oder? Oder auch gefährliche Viren in Computern und in menschlichen Körpern. Verschiedene Fraktionen unter einen Hut bringen durch ein gemeinsames Symbol oder einen gemeinsamen Feind. So weiß der Chefideologe des US-Kapitalismus Walter Lippmann in seinem Buch Öffentliche Meinung, Public Opinion von 1920 bereits auszuführen. Nicht rumdiskutieren, mit Ereignissen Fakten schaffen. Und das sind natürlich solche Lastwagenkolonnen fantastisch, oder? Denn es besteht kein Unterschied zwischen politischer Propaganda und kommerzieller Werbung. Das wissen wir vom Sportpalast, das wissen wir von Goebbels. Immer wieder den gleichen Narrativ bringen und irgendwann glaubt man es einfach, weil... Sie haben es ja im Fernsehen gesagt, immer wieder und es stand ja auch in der Zeitung. Ne? Also, mit einem charismatischen Führer geht alles am besten. Ja, ist so. Wir hatten Daniel Koch, nicht? Den schütterhaarigen Menschen da, der ein bisschen eine Vaterfigur war, oder? Wir hatten Alain Perset, wir hatten die Taskforce, da immer wieder die gleichen Gesellen, die anderen, die mal gesagt, ja, aber wir müssen schon ein bisschen genauer hinschauen, oder? Zum Beispiel Pietro Vernazza, wann hat man wieder mal was von ihm gehört? Den hat man richtig runtergeknüttelt, auch Journalisten, die haben schamlos, ich glaube, der Reto Brennwald hat das gesagt, richtigerweise in diesem Club. Da hat der Vernazza irgendetwas gesagt über dieses Virus und dann kam irgendein Tagesanzeiger, Hösler, daher und gesagt, er lässt einfach nur Stuss raus. Und dann irgendwann ist Chefarzt Infektiologie St. Gallen. Ich hatte eine Zeit lang noch ein bisschen schriftlichen Kontakt, aber der ist irgendwie jetzt auch, irgendwann hat er sich wahrscheinlich auch entscheiden müssen, hey, was mache ich jetzt? Halte ich meine Position dort? Versuche halt das zu tun, was ich Kraft meines Chefarztamtes tun kann? Oder lasse ich mich in dieses Gemetzel rein? Also die ganz große Frage ist ja auch, und die treibt auch Michi Bubendorf, wir haben sehr viel Kontakt miteinander um, wie sollen wir kommunizieren? Wie hart soll noch die Tonalität sein von uns? Oder? Es ist schon so, und ich werde dann ein anderes Video machen darüber, dass ich dann wieder in unseren Salon nehme von Marco Caimi, oder? Es ist schon so, also ganz ehrlich gesagt, die Kacke ist am Dampfen. Ne? Also das Rumgeschmuse da und das Gutmenschen Gandhi-Getue da, das müssen wir auch überdenken, weil sonst sind wir dann wirklich mal geliefert, weil ihr merkt, die Schrauben werden angedreht, zugedreht und zugedreht, oder? Wir sind jetzt von 3G. Nicht auf 4G und auch nicht auf 5G, das ist ein anderes Thema, spannendes Thema. Ich lasse die Finger davon, ich konzentriere mich auf anders. Wir gehen von 3G auf 2G, das hat Jens Spahn gesagt. Also irgendwann gibt es nur noch Geimpfte und Genesene. Es gibt keine Getesteten mehr. Wenn die Inzidenz steigt in Deutschland, wenn die Fallzahlen steigen, wird der Test nicht mehr reichen. Und manchmal, wenn es mir wirklich schlecht geht, habe ich einen ganz schlimmen Gedanken, oder? Dürfen wir dann auch nur noch geimpft und genesen in die Einkaufszentren? Also ich rede nicht von den Shopping Malls, ich rede von den Essen, oder? Müssen wir das da, wie damals in Wuhan, müssen wir uns das nach Hause liefern lassen? Durch irgendwelche Menschen in Astronautenschutzanzügen, oder? Wir sagen, nein, der Caimi, der spinnt, der sollte bessere Ferien machen, der ist müde, der wird paranoid.
Denkt einfach daran, was die Schwurbler und Aluhutträger und Verschwörungstheoretiker im März, April, Mai 2020 alles gesagt haben. Und überlegt mal, was alles eingetreten ist. Also wir müssen da einen Modus vivendi finden, wie wir kommunizieren. Und es gibt Hoffnung, es gibt Hoffnung. Nein, heute definitiv nicht dieser, short. Nein, ganz short heute. Sondern ich möchte da wirklich, ich habe eine Sendung gesehen von Dani Stricker, die hat mir sehr gut getan. Die hieß, bald sind wir 50 plus, mehr als 50%. Warum und wie wir siegen werden. Und schaut euch das an auf seinem Stricker-TV-Kanal. Er analysiert das sehr richtig. Er sehr, sehr, sehr richtig macht er das. Ganz großen Daumen nach oben, Dani. Und, aber das, wir sind noch nicht dort. Und ich bin überzeugt, wir brauchen, um unsere Freiheit wieder zu bekommen. Und ganz ehrlich gesagt, ich kenne niemanden, ich kenne aber auch nicht alle, es gibt schon auch ein paar Sommervögel, wie das Michi nennt, im Widerstand. Aber ich kenne jetzt niemanden, der irgendeinen riesigen Umsturz will, sondern ich würde jetzt die Hand ins Feuer legen. 99% möchten wieder zurück zu unserem roten Büchlein. Und das nennt sich die Schweizer Verfassung. Dass wir die Rechte haben dort, die da drin garantiert sind. Und man kann doch einfach sagen, dass Nummer 1 und Nummer 2, dass die Entscheidung über den eigenen Körper, die gehört zu jedem Menschen, der nicht wirklich bevormundet ist oder bebeistandet ist oder einfach einigermaßen Herr ihrer oder seiner Sinne ist. Und wenn sich doch jemand impfen lassen will, ich sage jetzt gar nichts zu dieser Impfung hier, wäre völlig der falsche Platz, oder? Dann soll er doch das tun oder sie. Ne? Und dann ist er doch geschützt. Also das erzählt man uns ja. Also er ist geschützt von einem schwierigen Verlauf. Okay, das erzählt man uns, seit die Impfung vorläufig zugelassen ist. Okay, aber an einem nicht schwierigen Verlauf stirbt man nicht. Also ist die Impfung ja für die Leute, die wirklich Angst haben oder die das Gefühl haben, ich bin sowieso immer krank, mein Immunsystem war schon immer schlecht oder ich bin alt oder ich bin zu fett oder ich habe zu viele Vorerkrankungen. Für mich ist die Impfung stimmig. Die sollen sich doch impfen lassen und die sollen und dürfen das auch glauben, dass sie von einem schweren Verlauf geschützt sind. Aber Menschen, die doch jetzt einfach sagen, ja, ich habe immer gut gelebt, ich habe nicht nur Rock'n'Roll Backstage gehabt mit allen entsprechenden Substanzen. Ich fühle mich gut, ich schaue mir, ich bin in einer Altersklasse, wo 99% wirklich überleben oder auch ohne schweren Verlauf oder viele ohne Symptome. Die sollen doch entscheiden dürfen, dass sie sich nicht impfen lassen. Und wenn jemand halt Angst hat, und wir nehmen Ängste sehr ernst, und ihr wisst auch, warum diese Ängste so dominant da sind, ich habe das versucht ein bisschen aufzuzeigen, dann muss sich halt diese Person wirklich überlegen, ob sie in Basel nächsten Februar, glaube ich, an Morgenstreich will oder nicht. In diese Menschen, wenn es ihn dann überhaupt gibt, das weiß ich nicht, ich möchte auch nicht spekulieren, ich weiß gar nichts, keine Gerüchte bitte. Oder ob sie ins Fußballstadion gehen will oder ob sie die Credit Suisse Super League lieber auf Blue TV oder die Bundesliga auf Sky schauen will. Das ist doch eine Entscheidung, die müssen wir doch eigenverantwortlich treffen. Und wenn jemand das Gefühl hat, die Wirtshäuser, das ist die Todeszone, ja, dann sollen sie halt irgendwie Takeaway machen oder sie sollen in einen Kochkurs gehen oder einen Störkoch nach Hause bestellen, den sie viermal testen lassen vorher. Ich weiß es doch nicht, aber es ist ja niemand gezwungen, irgendetwas zu tun. Aber es darf auch nicht ein Zwang entstehen, eine medizinische Maßnahme über sich ergehen zu lassen, die man Kosten nutzen, ich spreche nicht von Finanzen, die man überhaupt nicht einreihen kann. Das kann es einfach nicht sein. Und dann, und das hat mich am meisten gestört an dieser Clubsendung, sie wurde verkauft, als ob wir eine Brücke schlagen können, ob wir diese Gesellschaft noch einen können. Aber wir haben diskutiert und diskutiert, oder die Teilnehmer haben diskutiert, aber irgendeinen Brückenschlag habe ich am Schluss nicht gemerkt. Und das wäre doch mal ein Ansatz, dass man sagt, hey, wir haben das rote Büchlein,
Wir wissen, was die Impfung bringt und was sie nicht bringt, wer die Gefährten sind, wer die nicht Gefährten sind. Und wenn wir uns darauf einigen können, dieses rote Büchlein, Schweizer Verfassung, Bundesverfassung, in Deutschland heißt es Grundgesetz, in Österreich weiß ich es gar nicht, oder? Das ist unser zentraler Lebensmittelpunkt. Und das andere ist die Eigenverantwortung. Auf Empfehlung, optional, auf Risikoevaluation, sprechen Sie mit Ihrem Arzt, der Sie am besten kennt. Der Arzt soll aber auch frei sein in seiner Kommunikation. Dann bin ich überzeugt, dass ganz viele, ich nenne es mal jetzt aus dem Widerstand, sofort die Hand, natürlich sauber gewaschen, selbstverständlich, hinstrecken und sagen, jetzt können wir als Gesellschaft wieder zusammenrücken. Und was jetzt war, das analysieren wir, was gut war, was nicht gut war, ohne revanchistische Gedanken, und dann schauen wir wieder, putzen wir die Windschutzscheibe und nehmen die Rückspiegel endlich wieder mal weg. Das wäre doch ein Ansatz, eine Brücke zu bauen. Aber was jetzt passiert, das ist wirklich ein entsetzlicher Druck auf Menschen, die diesen Druck nicht verdient haben und die diesen Druck auch nicht wollen. Es würde zu weit gehen, jetzt hier an dieser Stelle zu analysieren, warum dieser Druck so groß ist. Nur mit Gesundheit hat er bestimmt gar nichts zu tun. Ich verspreche es. Wir werden das an einer anderen Stelle, auf einem anderen Kanal garantiert tun. In diesem Sinne, einen ganz schönen Abend. Schön, dass ihr bei uns seid. Hinterlasst ein Abo und ich sage, alle Macht dem Souverän. Wir sind nicht allein, aber wir sind noch ein bisschen zu wenig. In dem Sinn, sali zusammen, saludos a todos.